Frau Keil, ich bin ein bisschen in Sorge, weil Sie haben seit 12 Minuten nichts mehr gesagt. Das passiert öfter. Wirklich? Ja. Also Sie haben sich schon bestens eingeführt hier und haben mich überrascht mit einem Satz, an dem wir eigentlich alle hängen und den wir uns immer wieder auch gegenseitig sagen, nämlich Hauptsache gesund. Und Sie sagen, ganz entgegen Ihrem sonnigen Wesen, dieser Satz ist Quatsch. Warum? Ja, weil er, also dieses Hauptsache gesund zeigt ja, Gesundheit ist zu so einer Art Ersatzreligion geworden. Hm. Und wenn Sie Hauptsache gesund seien, zum Beispiel zu mir, und ich bin beispielsweise eine Krebspatientin, da habe ich schon mal ein schlechtes Gewissen. Hauptsache gesund, Hauptsache wir leben auf die schwierige oder schöne Weise, die uns möglich ist. Das heißt, dieses Hauptsache gesund geht immer in eine Richtung, und ich finde, das ist eine Art Wahn. Also gesund und fit bis 100, am besten mit Rolle vorwärts in den Sarg. Was soll das? Und mit Joint, haben Sie gesagt. Und mit Joint. Und mit Joint. Aber wenn Sie sagen, Hauptsache am Leben, haben Sie gerade gesagt, heißt das dann, dass Krankheit und Gesundheit immer zusammengehören? Sie gehören immer zusammen. Es sind Geschwister. Viktor von Weizsäcker, einer meiner Lehrer, das ist jetzt nicht so wichtig, aber der hat es beschrieben als zwei unterschiedliche Zustände im Leben. Sie sind ja nie ganz krank, dann wären Sie tot. Und wenn Sie meinen, Sie sind ganz gesund, müssen nur mal zum Arzt gehen, dann haben Sie irgendwas. Also von daher, es ist eine merkwürdige, ja, und eine sehr komplizierte Entwicklung, die sozusagen das ganze Gesundheitskrankheitsthema nur an die Medizin delegiert hat. Die Medizin ist eine Wissenschaft von der Krankheit. Eine Wissenschaft vom kranken Menschen ist sie nicht. Und Sie sind eine Wissenschaftlerin, die sich interessiert für die Krankengeschichte. Ja, also mein neues Buch soll eben wirklich zu diesem Thema gehen, die Kunst, krank zu sein. Wir reden, natürlich brauchen wir auch Wellness und dies oder jenes, aber das sind nicht die Themen, die die Menschen wirklich haben. Ich finde es eine hohe Kunst, zu lernen, krank zu sein. Ich muss gestehen, dass ich, wie viele andere Menschen, auch nicht so wahnsinnig gerne über Krankheiten rede, weil ich dann Angst bekomme. Was ich aber tröstlich fand an Ihrem Buch, ist, dass Sie sagen, man kann damit umgehen. Ja, das ist irgendwie, man kann auch mit der Krankheit ein Leben führen, das lebenswert ist. Und, das war das Überraschendste von allem, Sie sagen, eine Frage muss man sich abgewöhnen, nämlich, warum habe ich jetzt diese Krankheit bekommen? Ja, also diese Warum-Frage ist ja die Prüfung des Lebens. Also dass wir eben, und wir Wissenschaftler haben dazu ja viel beigetragen, man muss immer wissen, warum etwas passiert. Und wenn man das weiß, dann kann man es auch entscheiden. Und ich finde zum Beispiel wichtig, dass man... Noch schlimmer eigentlich, wenn man eine Krankheit bekommt, ist man selber schuld. Ja, das ist eben das, wogegen ich also wirklich angehe. Wir wissen heute wissenschaftlich, niemand wird krank, weil er sich nur schlecht verhalten hat. Niemand wird krank, nur weil die Gene nicht funktionieren. Niemand wird krank, weil dieses oder jenes passiert, sondern, wie Sie auch gefragt haben, Gesundheit und Krankheit sind die beiden Qualitäten, in denen sozusagen der Mensch permanent schwingt. Wir wissen in dem Moment, wo wir geboren werden, das sind für mich immer so die wichtigen Fragen, wir haben nicht entschieden, warum wir auf der Welt sind. Und die Frage, warum wir hier sind, die Sinnfrage, die viele Kranke fehlt. Mit der Warum-Frage. Warum bin gerade ich krank geworden? Ich sage dann manchmal, ja, die Nachbarin hätte es eigentlich mehr verdient. Die macht ganz meistens andere. Stimmt, was meistens ja, stimmt. Ja, meistens stimmt das ja auch. Also, das ist so eine... Also, wir kommen ungefragt zur Welt und müssen bis in die Palliativstation hinein fragen, warum sind wir hier und was machen wir mit diesem Geschenk der nackten... Frau Kohl, können Sie da was mit diesem Wort was anfangen? Man kann sich mit der Krankheit auch anfreunden. Ich muss da erstmal drüber nachdenken. ich denke, dass es viele Krankheiten gibt, die man nur selbst als Betroffener ertragen kann, wenn man sie sich als chronisch vorstellt oder als was, woran man nicht wirklich was ändern kann, sondern womit man umgehen muss. Das ist der wesentliche Punkt. Also ich bin nicht gefragt worden, als ich 1939 geboren wurde. Das hat man mir zugemutet. Und alles, was dann an Krankheiten und anderen kam, auch. Ich habe nicht entschieden, in welche Familie ich komme. Das heißt, ich bin gleich im Waisenhaus gelandet.
Ja, das habe ich nicht ausgesucht. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt, dass Sie die ersten 6 Jahre Ihres Lebens in einem Waisenhaus waren. Da würde man heute sagen, das traumatisiert einen für den Rest des Lebens. Sie sind aber, wir haben Sie jetzt hier schon 1,5 Stunden erlebt, ein recht sinnesfreudiger und lebensfreudiger Mensch geworden. Ich glaube, dass diese ich will nicht sagen, dass ich das im Krieg gelernt habe, aber was ich auch in meiner wissenschaftlichen Laufbahn immer mehr gemerkt habe, dass wir uns, ich sage das jetzt mal auf der schönen Seite, für dieses unglaubliche Wunder Leben interessieren. Und der wesentliche Träger unseres Lebens ist unser Leib. Wir können denken noch so gut, wenn es da kein... Darf ich ein bisschen konkreter werden, weil Sie auch ein Buch aussprechen? Ja? Ich glaube, dass Sie wissen, wovon Sie reden und schreiben. Ja? Sie haben nämlich einen Herzinfarkt erlitten und 3-mal waren Sie an Krebs erkrankt. Mhm. Da würde man sagen, das reicht eigentlich für 4 Leben. Das finde ich auch. Ich finde, bei der nächsten sollten die da oben oder wo immer einer mitentscheidet. Das glaube ich ja nicht, sondern wir kriegen das vom Leben vorgelegt. Mhm. Und ich fühle mich vom Leben nicht ungerecht behandelt. Ich finde schon... Manche sagen ja, warum schreist du immer hier? Ich habe auch gesagt, aus wissenschaftlichen Gründen wollte ich auch diese ganzen Krankheiten nicht. Aber ich muss gleichzeitig sagen, dass ich heute 76 bin, das habe ich nicht erwartet. Ich habe im Krieg mehr Todesangst erlebt als jetzt. Und ich glaube, dass das Leben von uns dann fröhlicher wird, wenn wir mal Faktenchecks machen, wie das manchmal heißt. Also nimm deine Energie zusammen. Und wehre dich nicht gegen etwas, Sie haben das gerade gesagt, was du nicht ändern kannst. Ich denke, an irgendeinem Punkt in unserem Leben werden die allermeisten von uns ja krank werden, weil das die logische Folge des Alterns ist. Und auch wenn man sich damit nicht gerne übrigens konfrontiert. Auch der Kinder. Aber gibt es immer noch lange Phasen vielleicht im Alter, wo man trotzdem gut damit leben kann? Also das ist vielleicht das, was Sie mit Anfreunden meinen, worüber ich immer noch nachdenke. Freundschaft, also gemeint... Darf ich Ihren Generationsgenossen fragen, ob Achim Reichel... Genosse ist schon mal gut. Ja, das dachte ich ja. Wobei man klären müsste, was Genosse in Ihrem Fall ist. Genosse und Genieße. Weil ich weiß von Achim Reichel, dass er ein eingefleischter SPD-Wähler ist aus alter SPD-Familie. Das ist ihm wahrscheinlich zu konservativ, oder? Nein, das bin ich, weil ich habe vorhin erzählt, ich bin mit 16 in die SPD eingetreten und nie rausgeflogen. Nie rausgeflogen? Nein. Bezahlen Sie noch die Mitgliederbeiträge? Ich zahle die auch noch. Aber der Grund war, damals hatte Adenauer im Bundestag Willy Brandt beleidigt. Er hat gesagt, Willy Brandt alias Frahm, das war sein, der nach Norwegen gegangen ist. Und da bin ich am nächsten Tag ins SPD-Büro in Bad Oeynhausen gegangen und habe gesagt, ich möchte sofort mit 16 Mitglied der SPD werden, weil uneheliche Kinder müssen zusammenhalten. Das war der Grund. Weil sie auch unehelich sind. Heute noch. Sind Sie jemand, der die Auseinandersetzung mit Krankheit aushält, Herr Reichel? Also im Buch Krankheit als Weg oder so, irgendwie gab es da auch mal, ne? Also von, wie heißt der Mensch, Detlefsen, Thorwald Detlefsen oder irgendwie sowas. Also ich habe manchmal so den Eindruck, also es ist aber auch nicht unbedingt jetzt, also Krankheit ist ja nicht, es ist ja nicht erstrebenswert daran festzuhalten und das irgendwie als Belohnung zu begreifen oder irgendwie was. Also ich meine, es bringt einen möglicherweise, also ich finde schon, oder ich denke schon darüber nach, wenn... Wie soll ich sagen, wenn ich einen Schnupfen kriege, nur mal um was Harmloses zu sagen, zieht es hier oder wie, wo kommt das her? Also das so schicksalsmäßig einfach nur hinnehmen, hätte ich ein Problem. Also ich möchte schon wissen, wieso, weswegen und es ist natürlich nicht in jedem Fall herauszubekommen. Aber wir können es eben nicht beantworten. Also als Wissenschaftler muss man ehrlich sagen, auch zu der ganzen Gesundheitsfrage, wir haben trotz aller großartigen Fortschritte der Medizin, die sich ja um den körperlichen Teil. Wir haben trotz großer Erfolge auch der Psychotherapie. Wir versuchen, ein Sozialsystem aufzunehmen, wo die Leute eine minimale Grundversorgung oder manchmal mehr haben. Aber wir haben keine einzige Krankheit abgeschafft. Das ist ein wichtiger Bescheidenheitspunkt. Deshalb glaube ich, dass Krankheit und Gesundheit zusammengehören wie Himmel und Erde. Darf ich noch mal nachfragen? Heißt auch, es gibt keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen einem furchtbaren Erleben auf psychischer Ebene oder beruflicher Ebene oder privater Ebene und einer Krankheit, die daraus resultiert? Doch, gerade. Nur wir können diesen also die Medizin guckt immer nach dem eindeutigen Faktor. Ich kann ein Beispiel aus, also jetzt nicht nur aus den somatischen Erkrankungen. Ich erlebe seit einem Jahr, und zwar jetzt ausgelöst durch einen schweren Unfall, eine wirkliche, also was man fachlich nennt, eine Retraumatisierung aus dem Krieg. Das sind Ereignisse, die sich... Bei Ihnen jetzt? Bei mir, die sich 45 ereignet haben. Darüber habe ich auch schon mal in einer Therapie gesprochen. Ich war mir dessen bewusst.
Und jetzt auf einmal gibt mein Körper diese Erfahrung im Krieg, da geht es einerseits um eine Fluchterfahrung, es geht vor allen Dingen um diese Tieffliegerangriffe. Man muss vielleicht noch mal dazu sagen, dass Ihre Mutter Sie aus dem Waisenhaus rausgeholt hat. 45 und dann sind Und dann sind Sie geflüchtet vor der Roten Armee, ne? Ja, und das war eben, man muss denken, das war noch kurz vor Ende des Krieges. Und das war dann in Kriegsgefangenschaft. 45 in Polen, da hatten die sozusagen die Nazis Ende 44 ja gerade Warschau platt gemacht. Das heißt, wir sind im Januar 45 dort auf der Flucht gewesen. Und man wusste eigentlich nicht, wo Freund und Feind ist. Also es waren Armeen, die sich mischten. Und ich habe da zum Beispiel auf diesem Weg, da war ich 6 Jahre alt, eine Hinrichtung erlebt. Auf diesem Weg einer Frau, die sich einem russischen Panzer mit Nazi-Rufen entgegenstellte. Und das ist ein Erlebnis, was ich im Kopf hatte. Und es ist jetzt mit diesen Tieffliegerfrischen noch mal so massiv aufgetaucht, also als körperliche Erinnerung, was ja auch die Hirnforscher immer sagen, es gibt, wie Sie gefragt haben, es gibt Eingravierungen. Und jetzt erlebe ich das regelmäßig, aber ich arbeite dran. Und die Frage ist ja, warum erscheint das jetzt? Gut, ist das denn, darf ich noch eine Frage stellen? Weil mich das wirklich interessiert, ist das wie eine Platte, wo so ein kleiner Riss drauf ist, der immer mal wieder vorbeikommt, ja, es ist, also, und irgendwann springt die Nadel raus? Ja, ich hatte vor kurzem einen schweren Unfall und dieser Aufknall, der hat sich mit diesem Kriegsgeschoss. Das verstehe ich, aber ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt Leute vom Fernseher sitzen und sagen, ich hatte ein schlimmes Erlebnis und deswegen habe ich jetzt Krebs bekommen. Aber wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, genau das darf man nicht denken. So passiert es nicht. Das ist sehr viel komplexer und ich habe, glaube ich, ziemlich gut es ausgehalten, dass mich das, was mich jetzt im Moment sehr beschäftigt und ich weiß inzwischen durch Fragen, warum mich das beschäftigt. Und ich glaube ziemlich deutlich, ich bin jetzt in einem Alter, sage ich mal, alleinlebend, wo die Angst zum Beispiel, was mache ich, wenn meine körperlichen Kräfte nachlassen? Was mache ich, wenn ich jetzt mehr Hilfe brauche? Und ich habe als Kriegskind nicht gelernt, Hilfe anzufordern. Mein Lebensthema war, das schafft man alles allein. Und wenn man in ein bestimmtes Alter kommt, und das ist eine berufliche Arbeit, die ich permanent jetzt in den Altenheimen sehe, wir müssen den Leuten den Mut geben, auch die Reste noch mal rauszugeben, aber auch zum Beispiel, und das war eigentlich der wesentliche Punkt, die Kunst, krank zu sein. Wir sollten mal mehr darüber berichten, wie Leute mit Parkinson oder mit einer seelischen Erkrankung oder mit Rheuma, was die alles erfinden, um durchs Leben zu kommen. Ich erlebe bei den Kranken viel weniger Gejammer als bei denen, die gesund sind und sich jetzt noch überlegen, ob sie nicht neben der grünen Pille noch eine blaue haben. Ja, aber irgendwie denke ich, wir haben doch irgendwie eine Meise im Kopf. Okay. Es gibt keinen Beweis dafür, dass du als Vegetarier, Veganer oder weiß ich was, als fröhlicher Mensch oder Musiker oder weiß ich, oder wir mit unserem Joint auch nur einen Tag länger leben. Was wir aber machen ist, dass diese hohe Komplexität und dass jeder von uns ein Original ist, unverwechselbar. Wir sind alle Originalausgaben der Schöpfung. Und das allein finde ich ein Also Sie sind es auf jeden Fall. Erlauben Sie mir noch zwei Fragen. Die eine, ich schwöre es Ihnen, ist jetzt keine Auftragsarbeit. Ja? Aber von Ihnen stammt auch oder soll der Satz stammen, es ist besser, jemand raucht und lebt dafür ein paar Jahre weniger, dafür aber glücklich. Das ist einer aus der Sätze aus der ganzen Serie, die wir permanent kriegen, was wir tun müssen, um auch nur länger zu leben oder dies auch jenes. Ich finde die Raucherkampagne, dass Leute weniger rauchen, gut. Aber ich finde es unerträglich, wie diese Frage mit dem netten Finanzminister, ja, dass die Leute heute nicht mal in einem eigenen Zimmer rauchen können, dass man einen alten Mann verklagt, weil irgendwo ein Duft gekommen ist. Also, auf dem Balkon auch noch. Ja, auf dem Balkon. Und in Amerika, da habe ich das ja sehr viel erlebt. Ja, ich glaube einfach, und das habe ich natürlich durch die viele Hospizarbeit gelernt. Ich habe in der Sterbebegleitung viel mehr gelernt, Menschen zu sehen, was hat sie glücklich gemacht im Leben? Woran sind sie gescheitert? Oder wo finden sie, dass sie gescheitert sind? Und das dann, wenn man als Henker, also wenn man die Henkersmahlzeit kriegt, darf man auch rauchen. Und ich finde, das sollte früher, ich weiß nicht, ob das jetzt... Ja, vielleicht machen die heute irgendwie, sie müssen Gras essen oder sonst was. Aber es ist ja... In Ihrem Fall Gras rauchen, liebe Frau Keil. Ja, Gras rauchen. Also insoweit ist der Satz kein Satz gegen die Präventionsmaßnahmen. Aber ich wünsche mir neben diesem ganzen
über Prävention, weil, und das ist jetzt ja in der Debatte, 60% unserer Krankheiten, auch wenn wir sie nicht so gerne haben, sind Pech. Und das ist ein wissenschaftliches Ergebnis in dem Sinne, nicht es ist egal, was du tust. Wir sollten das alle tun, damit wir uns wohlfühlen. Aber wir sollten dem Leben nicht permanent abhandeln wollen, dass es ohne Schmerz geht, sonst würde man sich auch nicht mehr verlieben. Das war die vorletzte Frage. Die letzte Frage, wenn Sie erlauben, ist ein kleines Wunder, falls so wie ich es gelesen habe. Nämlich, Sie kommen ohne Vater auf die Welt. Mutter gibt gezeugt hat. Gezeugt, weiß ich, aber wir haben recht. Aber dann war er weg. Ihre Mutter gibt Sie in ein Waisenhaus ab, in dem Sie 6 Jahre bleiben. Dann würde auch ich denken, daran zerbricht man. Aber es gab eine Erfahrung, es muss doch eine Erfahrung gegeben haben, die es Ihnen ermöglicht hat zu sagen, das überlebe ich, weil irgendwas ist mir gegeben worden, auch in diesen 6 Jahren. Haben Sie eine Idee, eine Vorstellung, was das gewesen sein könnte? Ja, also ich glaube, dass ich mit dieser ersten großen Ablehnung meiner Mutter in Berlin, ich bin ja in Berlin ins Waisenhaus gekommen, und das ist dann bei dem Feldzug der Nazis 1940 in Polen, ist das ganze Heim mit den Kindern und Schwestern nach Polen, nach Ciechocinek verlegt worden, zur Eindeutschung der Polen. Das war damals die Idee. Ich glaube, dass dieser Anfang, den ich nicht genau erinnere, ich habe einen, was übrigens alle Babys haben, den unglaublichen Wunsch zu überleben. Und ich glaube, dass auf meinem Lebensweg, das würde ich als mein Glück betrachten, das, was ich geworden bin, habe ich nicht nur mir zu verdanken, überhaupt nicht. Sondern auf dem Weg, und das ist das, warum ich für diese Aufmerksamkeit, was Kranke leisten oder Kinder leisten, die solche Verhältnisse erlebt haben. Es gab immer Freunde. Gab es im Waisenhaus jemanden dazu? Ja, Tante Ilse und Tante Ichen. Großartig. Was haben die gemacht? Und eines dieser beiden, es waren 40 Kinder, daran erinnere ich mich. Ein Bett nach dem anderen. Aber Tante Ilse und Tante Ichen sind jeden Abend diese Reihe abgegangen und kein Kind ist ohne gute Nachtkuss geblieben. Wissen Sie was? Dann trinken wir jetzt auf die beiden Tante Ilse und Tante Ichen. Ja? Ich kann nur sagen, danke für dieses Gespräch. Hat mir Freude gemacht. Ja?